Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe. Und ihr seht es schon, Save the VIP ist im Winter zurück und heute in einer, wenn man so möchte, besonderen Ausgabe. Der VIP möchte ein bisschen auf Sightseeing-Tour gehen. Wir fahren heute nicht von einem Haus zum nächsten, sondern vom Haus zu einer Sehenswürdigkeit, zur nächsten Sehenswürdigkeit und dann wieder zurück zum eigentlichen Haus. Das könnte eine spaßige Sache werden. Heute mit dabei haben wir Andy, Eragos, Rauschi, Tim, Acid, Filmexperte, Snooker Paul, Bluto Kaskade, Pixelbombe, JK Gaming und Yoshi. Grüß euch! Hallo! Hallo, Mahlzeit. Hallo. Ja, und ich würde sagen, wir wollen keine Zeit verlieren und deswegen beginnt die erste Runde mit der ersten Stage gleich nach einer kurzen Vorabbesprechung. So, in der ersten Stage führt es uns von der Croftdale Farm, also die Kolonne, zum Staudamm. Unser VIP, der heute Andy ist. Ja, du möchtest zum Staudamm. Du hast sogar gesagt vor der Folge, Staudamm wäre ein geiles Ziel. Also im Prinzip hast du jetzt deinen Wunsch perfekt erfüllt. Ich bin ja nur der Chauffeur, der VIP ist war anders. Ja, okay. Aber das im Prinzip ist es auch der Wunsch des Chauffeurs, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ist okay. Ja, die Racer starten, glaube ich, irgendwo hier. Also die zumindest mal der Heavy und der Angreifer, der Scout, wie immer, darf hier ein bisschen näher starten. Und ja, zur Route, die wir fahren, nicht die jetzt hier eingezeichnet ist, sondern, das darf jetzt Andi erklären. Ja, im Prinzip, ich erkläre einfach mal nur die Route, unseren speziellen Plan erkläre ich dann gleich im Anschluss. Im Prinzip werden wir nach Norden rausfahren, danach Richtung Autobahn. Wir verlassen den Autobahnkreisel, den allerersten direkt, fahren die Driftclubstraße runter. Und ja, ab da ist es eigentlich straightforward, gerade durch. Genau, und der Specialplan muss man eigentlich gar nicht erklären, den werdet ihr gleich in Aktion erleben, beziehungsweise ich erkläre den, weil ich führe den aus. Ich bin hier in der Special-Einheit unterwegs und darf auch Spezialeinheit den Specialplan machen. Spezialeinheit 3-0. So, ich weiß nicht, warum der jetzt drei. Ach, so egal, ey. Wir haben hier so spezielle Codes, wann es losgeht, aber irgendwie hat er, glaube ich, nicht ganz verstanden. Oh, jetzt habe ich Radio angemacht. Ups. Ich repariere mich nochmal, mich hat der Schneepflug abgeräumt. Habe ich gesehen. Ja, macht es. Das ist jetzt erlaubt noch, aber danach nicht mehr. Okay. Also, Special Plan ist, alle bleiben stehen da hinten. Ja, das ist Special Plan. Also vom Schneepflug vielleicht nicht abräumen lassen. Genau, alle bleiben stehen. Ich fahre jetzt mal vor. Die Route, die wir eigentlich fahren, so ein bisschen schon mal vor und dann warten die einfach mal so anderthalb Minuten, um die zu verwirren. Obwohl ich ja die richtige Route fahre, einfach um die so ein bisschen durcheinander zu bringen. Gucken wir, ob das klappt. Also ich berichte natürlich live und vor Ort. Ich sehe noch nichts von den Party Peoples. Ich hab mir unseren Reporter vor Ort entsendet. Ray Colunga. Also ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der Scout hier steht. Aber scheinbar nicht. Okay, ich fahr mal weiter. Wenn wir losfahren sollen, an die Startsignale einfach für mich geben, ja? Ja, ich glaube. Ja, komm, gib Stoff. Also entweder habe ich den nicht gesehen, oder... Der Scout ist weiß, hat sich im Schnee getarnt. Das ist jetzt interessant. Ja, bevor der ein oder andere sich vielleicht beschwert, warum ich denn hier jetzt cheate und lange Autos anhab. Hä, was? Wie was? Ja, tatsächlich bin ich einfach ein Cheater in diesen Formaten. Ich spiele hier nur mit, um zu gewinnen und da muss man halt auch mal ein bisschen unfair spielen. Nee, die Limo darf das tatsächlich, um einfach nur die Fahrer untereinander ein bisschen zu koordinieren. Genau, die Idee ist, auch von den einigen Zuschauern tatsächlich schon auch mal gekommen, ob wir nicht irgendwie die Namen irgendwie aufs Auto mit drauf ritzen oder sonst was. Und ja, die Idee ist so, dass wir das sowas machen wollen, wie tatsächlich in den ursprünglichen CVR-Aufnahmen. Achtung, Gegenverkehr. Okay, was Schnelles. Okay, hier war der R8, der ist schon durchgefetzt. Vielleicht hätte ich mich tarnen müssen, der hat mich jetzt auf jeden Fall gesehen. Also ihr könnt vorfahren bis zur Kreuzung da vorne. Oh, jetzt fahre ich hier in den Passant rein. Nee, und zwar, dass wir die Fahrzeuge durchnummerieren, dass es einfach verschiedene Designs mit verschiedenen Nummern gibt. Und dann kann man wirklich einfach, zwar vielleicht nicht den Namen sagen der einzelnen Einheit, aber wir können dann einfach sagen, hey, Einheit 50 oder sowas, bitte bla bla bla. Dann müssen wir auch diesen Trick mit dem Namen über Autos bei der Limo zum Beispiel nicht verwenden. Und wir können es auch in anderen CVR-Formaten. Ja, das hier. Wie kann der schon da sein? Warum fahrt ihr so langsam hier vorne? 120 darf ich fahren, nicht 80. Ja, fahrt mal durch, ich bleib hier stehen. Ich spar hier vorne die Straße ab. Wie kann der Scout bitte... Okay, den sollte das jetzt schon erklären. Alter, er ist 6, wo fährst du hin? Oder ja, ich... gesunden Menschenabstand halten. Damit ich Andi nicht hinten reinkache. Der eine Escalade ist ein bisschen... Pass irgendwo, ach egal. Achtung, er ist 6, ich überhole rechts. Aber RS6, du fährst dem Escalade die ganze Zeit in die Kiste. Einer, zwei von hinten, Racer auch.
Ja, ich glaube, ich muss ich überholen wieder. Weil von vorne wird jetzt erstmal nichts kommen. Jo, macht halt. So, wir müssen an den Brücken vorbei. Das ist schon mal gut, die erste überlebt. Kloppt ihr euch da hinten gerade oder wie sieht's da aus? Ich werde. Ich komm nicht zur Limo hin, ich bin nicht auf der Ausgabe. Ich war gerade 130 Volt geschoben wert vom Audi. Ja, der Scout kommt von hinten auf der rechten Seite. Ich versuch den jetzt wegzudrücken, aber das ist lass mal. Der schiebt mich gerade, ich fahr 130, obwohl ich nicht auf dem Gas bin. Ja, ist okay, dann sind wir schneller. Jetzt müssen wir noch irgendwie da rechts rum. Jo, machen wir. Ja, ich bremse, sorry. Alles gut. Oh, scheiße. An den weißen R6 vorne, bleib du mal was weiter hinten, ich bleib ruhig vorne. So. Der Heavy ist hier, der kommt von hinten. Ja, die Escalades können sich mal um den Heavy kümmern. Okay. So, sauber. Komm, grüß den, mach mal platt. Ach, scheiße. So, die beiden weißen R6, bitte versuchen mal jetzt neben die Limo zu kommen. Vorsicht, wir müssen die Brücke durch. Perfekt, Limo. So, Achtung, Schneeflug von vorne. Komm, geht mal neben dran. Ja, geht mal neben dran jetzt, dass die Seiten geschützt sind, sonst macht er jetzt die ganze Zeit. Der Heavy kommt wieder von hinten mit Anlauf. Na, an die Zuschauer, wir haben ein bisschen eine Einteilung gemacht vorher, aber das ist wie immer in der Hektik nicht immer so einfach. So, oh fuck. Ich bleib mal, mach mal ein bisschen Schatten. Achtung, Heavy kommt von hinten durch. Bleib links, kommt rechts, Offroad. Komm, weg, verpiss dich, gut. Haben nicht in den Hänger geschafft. Oh, scheiße. Heavy hat mich von der Straße gedrängt. Daniel war Zoll. Wir sind gerade ein bisschen schnell unterwegs. Ja, ich hab jetzt auch abgekommen. Ich komm gerade nicht an dem vorbei, das ist gerade ein bisschen kritisch. In der Situation ist es halt ein bisschen schwierig, auf alles zu achten. Da bitte ich auch ein bisschen um Nachsicht. Alter. Ich bleib mal ein bisschen dran. Aua, Asset. Ja, ich bin zurück zur Straße, dem Heavy hinterher, da warst du. Sorry. Der Scout nimmt von vorne wieder Anlauf. Ich komm hier nicht weg. Ja, ich komme hier gerade nicht rum. Ich. Alles cool. Aber wenn ich Offroad geschoben werde, dann nehme ich das mal, ne? So. Also, ja, dann mache ich jetzt halt dieses seitliche Ding ein bisschen wieder. Sorry. Oh, nee. Heavy ist schwer. Ich würde halt gern hin, aber ich komme nicht nach vorne. Ja, Alter, crasht halt nicht auch noch in mich rein, Leute. Ja. Ich habe keinen Schutz seitlich. 80% der Runde. Ich weiß. Deswegen übernehme ich ja eigentlich die Aufgabe, die ich eigentlich nicht machen soll. Scout kommt von hinten. Nein. Raus durch. Heavy auch. Noch 500 Meter. Ja, wobei der Heavy beschäftigt sich lieber mit mir, okay. Tschüss. Ja, komm. Jetzt nicht mehr unnötig rammen, wenn's geht. Hier vorne, wo ich nach der Kurve, Seite safe. Wo ich stehe. Ja, die lassen Abstand. Ja, die haben schon abgelassen, ne? Ja, also jetzt nichts mehr unnötig ran. Wie viel Schaden hast du? 6,0. Ja, okay, alles cool. Ja. Also kurz auch für die Zuschauer herum, das ist gerade ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Wir haben eigentlich zwei R6-Fahrer abgestellt, die wirklich die Limo auf Tuchfühlung seitlich decken sollen. Das heißt, dass eigentlich, wenn, wie jetzt der R8 es die ganze Zeit gemacht hat, seitlich in die Limo rammt und die versucht wegzudrücken, dass halt immer wie so ein Blatt Papier, sage ich jetzt mal, ein R6 dazwischen ist und dagegen halten kann. Weil eigentlich sollte die Limo im Idealfall gar nicht dagegen drücken müssen. Leider hat das jetzt nicht so ganz gepasst. Wir gucken mal, ob wir das ein bisschen verbessern können, dass das ein bisschen besser passt. Aber ja, wir haben kaum Schaden an der Limo, das ist das Wichtigere und deswegen alles cool. Und ja, dann geht's gleich weiter mit der zweiten Stage. So, es geht vom Staubecken. Andi hat sich satt gesehen an dem tollen Teil. Und ja, es geht rüber zur Bamborough Castle. Also nicht im Prinzip zum Haus, sondern eigentlich zu dem Aussichtspunkt. Das ist aber im Prinzip dasselbe Ziel. Überschneidet sich jetzt hier gerade kurz. Die Idee, die wir haben, ist so verrückt. Die haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Wir haben die Vermutung, dass hier im Süden wahrscheinlich ein Scout steht, weil die sonstigen Angreifer starten ungefähr hier und werden relativ schnell Richtung Westen vorziehen, zu unserer Position. Und die Idee ist aber, weil wir unbedingt diesen südlichen Weg gehen wollen, dass wir den Scout, also wir schicken eine Einheit-Kolonne vor, ohne die Limo, den Scout zu zerstören. Wenn der da unten tatsächlich hier auf der Brücke oder so sein sollte, dann zerstören wir den.
Dann ist er weg und dann sind die Augen und Ohren sozusagen der Racer weg. Und die dürfen ja nicht näher ran als 2 Kilometer. Erst wenn die Limo gespottet wird, wird ja diese Safe Zone sozusagen aufgehoben. Und genau, das ist so im Prinzip der Plan. Wenn er da nicht ist, dann ziehen wir einfach durch. Also dann kommt die Limo hinterher und dann fahren wir einfach und dann hoffen wir einfach, dass der Scout dann vielleicht hier im Norden oder so steht. Dann darf er ja auch nichts machen, weil das ist halt die Safe Zone, wie gesagt. So die Idee. Habe ich, glaube ich, richtig gesagt, oder? Ansonsten der Plan ist, wir wollen ganz in den Süden, dann hier unten lang, dann hier, dalala und hier hoch. Passt, oder? Machen wir so. Gut. Ja, kriegen wir hin. Attacke. Einfachster Plan ever. So, dann mache ich hier mal Startsignal. Ich finde die Formation schon geil. Okay, los geht's. Oh Gott, ich hoffe, das geht gut. So, alle RS6 vor. RS6 bleiben hier, wir spielen Schach. Das wird jetzt sollen wir uns an Straßenrand stellen, dass wir nicht jetzt vom Verkehr abräumen werden? Jetzt aber Augen und Ohren offen, weil der könnte ja auch irgendwo Offroad hier stehen und gucken, ne? Darüber am Straßenrand. Warte, Andi, du hast ja Namen über Autos an, ne? Hab ich, ja. Kannst du da eigentlich sehen, wo der steht? Hier ist kein Scout auf der Brücke, kein Scout auf der Brücke. Hier ist so ein Fußweg, da können wir uns fett draufstellen. Ja, okay. Ich sehe auch auf der anderen Seite nix aktuell. Ich würde sagen, also, man kann ja gucken, oder? Ob irgendwo Scheinwerfer sind. Lass mal schon mal ein bisschen vorfahren. Ja, zieh durch. Ich glaube nicht, dass er hier ist. Also ich sehe ihn hier nicht. Sollen wir dann hier alles absperren? Wir haben ja alle genug Leute. Ein Teil, der vorne hingehört, fährt vorne hin. Okay. Ich mach mal hier mal kurz zu. Komm Leute, ihr zwei R6, ihr steht voll im Weg. Wenn die Limo jetzt gleich kommt, macht ihr voll den Weg für sie zu. So dass ihr jetzt durch nach rechts ab. Ja, ja, eben. Deswegen. So wie ich stehe, ich werde mich dann an den anderen Flanken sicherer. Ich werde mich dann rechts an die Limo halten. Das dürfte der rote Audi da vorne sein. Was man vielleicht kurz erwähnen kann. Ich hätte es jetzt irgendwie gern gemacht, die Limo, den Scout zerstören. Vielleicht kommt die Taxi. Die Limo zerstören. Die Limo zerstören wäre natürlich auch eine Idee. Was man vielleicht noch kurz erwähnen kann und vielleicht auch sollte, ist, dass wir niemanden repariert haben, weil der meiste Schaden in Escalade mit 30% war. Alles andere war unter 15, glaube ich. Und da hat mich mein Team davon überzeugt, das Ganze sein zu lassen und die 6 Punkte, die wir haben, zu sparen. Genau, die sparen wir auf für die nächste Runde. Hier fehlt ein R6 vorne. Bin dabei. Ich warte auf die Limo, ich fahre ein bisschen langsamer. Ihr müsst noch nicht jetzt neben mir fahren. Einer vor mir, einer hinter mir. Jetzt macht keinen Sinn. Okay, und haltet die 120, Leute. Wir fahren 90 die Special Unit ganz hinten. Bitte so mal 200, 250 Meter fallen lassen und wirklich auch nach hinten gucken, ob da was kommt oder nicht. Jo. 120 bitte, Leute vor mir. Meinetwegen fahrt ihr 125 oder so. Ja, 130 können wir schon fahren. Das passt schon. Ich muss nur ein bisschen RS6 fahren, hat so die Gliederung nicht ganz verstanden, weil es ein 200er Limo, aber egal. Aber du bist hier 500.000 Meter vorgefahren, da auf den Scheiß lasse ich mich nicht ein. Ich halte meine Linie. Achso, also ich war so weit vor, Entschuldigung, aber. Ja, der eine Escalade hat. Ja, ich weiß, deswegen habe ich gerade langsamer gemacht damit. Ja, passt. Okay, bis jetzt hier nix, wir ziehen durch. Da vorne kommt was. Was ist das? Ist der. Ist kein NPC. Nee, ist keiner von uns, okay. Oh, einmal draufhalten, genau, im schlimmsten Fall. Ah, so ein Idiot, und der schiebt mir den blöden NPC voll vorne rein. Nee, ja, das ist halt scheiße, aber da kannst du nichts machen. Ja, aber ey, mit uns trifft's, ist egal. Also ganz ehrlich, auf uns müssen wir nicht. Achtung, wieder. Ja, das Problem ist, dass die Limo jetzt vorne ungeschützt ist, weil ich mit dem SK. Das war auch keiner von uns. Keiner von uns. Der war nee, ich hab den nicht mal gesehen. Ich habe nur gesehen, wie der Zaun weggesprengt wurde. Nur so eine kurze Frage. Vorne links, komm, go, go, go. Eine kurze Frage. Darf ich vielleicht zur Endverwirrung, ja. Achtung, wenn ich sehe, jemand kommt auf uns zu, der nicht zu uns gehört, darf ich sagen, dass der nicht zu uns gehört oder nicht? Ja, tolles Produkt. Der vorne ist immer noch an die Kulanne und dann habe ich eben dreimal gesagt. Achtung, RS6, Escalade geholt. Wo seid ihr gerade? Ah, das hat richtig gekostet. Ja, genau, der NPC hat mir gleich mal 15% Motorschaden gemacht. Das ist egal, wir reparieren eh nach der Stage. Ja. Wäre es sinnlos, dann das weiter aufzusparen. Ja, das hab's bloß gerade gemerkt, weil ich nicht mehr hingestellt habe. Weil ich nicht mehr hinterhergekommen bin. Ich bin mal gespannt, was deren Taktik war. Normalerweise nimmt von dem anderen Team Rauschi auf, wenn er dann seine Folge dann rausbringt. falls nicht mehr. Falls. Standard. Falls überhaupt. Ja, und da würde mich auch interessieren, was die Taktik des Scouts war. Ich fahr mal zum Kreisverkehr vor. Ja, okay, tu das. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz auf Nachsicht der Zuschauer appellieren, falls ich mal ein bisschen schneller als 120 fahren sollte. Darauf alles zu achten, ist komplizierter, als es aussieht. Ja, ich habe ja in der letzten VIP-Ausgabe die Limo gemacht und das ist echt sehr schwierig. Okay, hier steht was. Ist aber ein paar. Ne, doch, das ist der 8 ist hier. Am Kreisverkehr? Okay.
Ja. Ja, direkt am Kreisverkehr. Ich bin außersehen in ihn reingefahren. Dann habe ich gerade gemerkt, ups, ich darf ihn ja erst attackieren, wenn er aggressiv wird. Jetzt dürfte ich den attackieren. Okay, ich versuche mal hier vorne zu bleiben. Wir fahren direkt rechts rum. Sehr gut. Das war nicht attackiert, das war komplett in die Wand gestellt. Also sorry an den R8-Fahrer. Achtung, Schneeflug von vorne. Es fehlt ein... Oh Gott, wir sind in der Zone. Jetzt müsst ihr wieder die Seiten abdecken. Der ist nämlich wieder dran. Ich bin dabei. Es fehlt einer. Schneeflug von vorne. So, mal. Oh, Leute. Kriegt ihr den weg? Ich versuch's. Ist nicht so einfach, der hat ganz schön viel Grip. Gib Gas! Gib Gas! Gas! Entschuldigung. Alles gut. Das war bei mir aber Diesing. Ich bin aber nur nach links gefahren, um auszubrechen. Alles gut. Sorry. So, versucht wieder an die Linie zu kommen, das ist euer Hauptziel. Ja. Bin dran, bin dran. Achtung, nein, jetzt macht die Zone aus. Oh, Alter. Ja, oh, was machst du, Escalade? Ah, das war. Ich wollte den R8 kicken, aber der war. Mit sowas habe ich ja richtig. Hier stehen die NPCs quer. Alles gut, ich musste da raus. Ja, alles cool. Das ist halt Escalade, nicht so einfach, ich brauch so ein Gedränge hier ist mal diese VIP-Geschichte. Escalade vor mir. Deckt jemand vorne überhaupt noch? Ja, der ist vorne. Ich bin gerade vorne. Ich möchte rechts an dem Schneepflug vorbei, bitte, danke. Ja. Vorsicht, gegen Verkehr! Alter, ist nur Kakao. Achtung, gleich kommt eine Brücke. Könnt den. Genau, jetzt hat Limo frei. Achtung! Okay. Kein Spieler. Oh, Scout von vorne, Scout von vorne. Oh, ein bisschen spät. Oh, Scout hab ich nicht mehr erwischt. Achtung, Brücke. Oh, schieb mich halt weg. RT6. Brücke müssen wir mal gucken, dass wir da durchkommen. Wieder. Am besten. Oh, da von hinten. Ich sag ja, das was ich meine. Einmal weg da. Sag mal, wo schieb ich denn der Scout hin? Ich geb kein Gas. Ich geb kein Gas. Scouten wieder von vorne anlauf. Ich hab meine Richtung nicht am Controller. Ich kann nicht mehr wegfahren, ich hab 100% Motorschaden. Der Scout hat mich gerade ungefähr, keine Ahnung, Netzwerkleck, aber keine Ahnung wohin geschoben. War gerade auf 270 km/h oder sowas. Oh, ich hab gerade mal kurz den R. Da war ein Stück über den Strand. Ja, jetzt kommen wieder alle zurücklassen. Alle zurückkommen lassen. Ich nutze meine kurze Gelegenheit. Heavy von hinten. Sorry, Andi, aber ich hab noch den Zeit. Chris, wir machen hinten dicht, oder? Fahrt alle durch, fahrt durch. Heavy von hinten. Skelett vorbei. Von hinten. Der Auto teleportiert sich, aber ist egal. Der ist eh wurscht. Der hat sich repariert. Der wird von vorne kommen. Darf er nicht? Ich hab ihn geblockt, aber er hat nicht. Wie soll ich denn von vorne kommen? Das ist doch das Ziel, da darf er doch nicht durch. Achso, ja, stimmt. Sorry. Ich bin gleich durch. Ja, die brechen eh schon ab. Ab dem Blitzer dürft ihr. Nicht mehr ran. Achtung. Okay, jo, die haben aufgegeben. Ja, so mehr oder weniger haben sie aufgegeben. Egal, jetzt sind wir soweit. Okay, passt. Hat schon besser gepasst. Ja, wollte ich gerade sagen. Hat aber schon besser gepasst, ne? Also jetzt auch für die Zuschauer, man hat schon besser gesehen. Die beiden R6 haben jetzt besseren Begleitschutz gegeben. Ja, das muss man halt echt öfter spielen, ne? Also wir versuchen so einmal im Monat eine VIP-Folge zu machen. Einfach auch für uns und für euch natürlich. Oh ja, sehr gut. Also, das hat auch schon mal gut gepasst. Dann würde ich sagen, dann wird es Zeit für die dritte Stage der ersten Runde. Und dann hoffen wir mal, dass Macron hier wieder zurückkommt zu seinem Häuschen. Bis gleich. So, die finale Stage der ersten Runde führt uns jetzt natürlich wieder zurück, wie am Anfang angekündigt, zur Crofdale Farm. Die Angreifer dürfen hier am mittleren Autobahnkreisel starten, bis auf den Scout. Das ist natürlich wie immer das große Geheimnis. Und diesmal haben wir uns sowas Ausgebufftes überlegt. Also das toppt eigentlich nochmal die Idee von der Runde zuvor. Und zwar, wir fahren einfach auf dem schnellstmöglichen Weg. Der führt uns nicht auf dem eingezeichneten Weg, sondern direkt über die Autobahn da hoch. Also ja, diesmal einfach straightforward. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir auch gar keine Zeit und geben einfach den Haut draufies da einfach ein Startsignal. Übrigens, dass da steht, gefällt mir und abonniere uns, das steht da nicht so zum Spaß. Das darf man auch gern machen. So, okay, los geht's. Achso, nee, ich muss nochmal hier, okay, so, los geht's. Pixelhook will scouten, ne? Kannst du mach ich. Vorfahren. Yo, so. Crasht erstmal die Limo ab. Komm in den Rückwärtsgang rein. Warum fahrt ihr Tempo 20? Go! Komm an die Drag Race. Ja, wir haben alle repariert. Wir hatten so viele Punkte jetzt angespart durch die ersten beiden Runden, weil die so gut liefen. Dass wir einfach alle Einheiten bis auf die Limo selber repariert haben. Da ging's ja rein. Jetzt fahren die wirklich die Route nach, oder?
Wir halten fest, ein RS6 ist in Escalade gefahren, einer ist in Haus gefahren. Stark, also die Racer spielen richtig gut, ey. Ja. Der Einfluss ist, der Druck ist so stark. Es könnte jetzt halt natürlich sein, dass die diesmal nicht damit rechnen, dass wir den direkten Weg fahren und einfach alles mögliche andere abdecken. Das wäre geil, ja. Und uns erst dann so auf den mittleren Kreisverkehr treffen, meinst du? Das ist halt die Taktik, erst verwirren und dann, ne? Oh, jetzt hat noch ein Walltap. Nee, war nur ein Walltap, war nichts. Also ich hab keinen Schaden. Ich sperr mal kurz die Gleise ab, also wenn der Zug kommt, dann kann er mir mal Arsch lecken, ich mach zu. Wenn gleich ein RS6 durch die Gegend fliegt, das war das. Heavy von vorne, heavy von vorne. Finde ich ganz schön heavy. Beide Escalade vorne am besten. Kein Grund auf Tempo 100 abzubremsen. Alter, ghostet hier durch die Gegend. Der Cadillac ghostet. Ich opfer mich. Okay, der ist irgendwo Offroad, aufpassen. Oh, da, ich seh ihn, ich seh ihn. Oh, da ist der Heavy, hallo. Hallo, Heavy. Musst du noch vorbei? Oh, danke. Ah, ja. Okay. Bitte. Man will ja versuchen, neben dem Cadillac zu. Ja, neben der Limo zu bleiben, aber der Escalade macht es einem da doch ein bisschen schwer. Okay, ich sperre hier vorne weg die Straßen ab. Übernimmst du jetzt vor mir, der rechte RS6? Ja, wie ist das? Den machen wir jetzt platt. Ich hab mich gerade vor dem Mini erschrocken, Alter. Der ist auch echt schnell rum. Jetzt hier rechts, Leute. Ich mach mal nur ein bisschen. Falsche Seite, hier dürfen wir nicht auffahren. Egal. Oh, Bobby ist da. Heavy kommt wieder. Was tust du da im Netz? Wieder nach vorne auf lass mal rüber auf die richtige Straßenseite, weil der Gegenverkehr ist nicht so geil. Ja, und ich möchte ein paar mehr Einheiten vor mir sehen, das wäre ganz nett. Gerade auf der Autobahn. Ja, Pixelbombe weg. Ah, da ist er ja. Perfekt. Ich hab eine Straße abgesperrt. Der Hitler, der Dicke kommt von hinten. Leute, deckt mal bitte die Seite wieder von der Limo, ne? Weil jetzt kommen die Brücken. Das ist ganz wichtig, Gaut dass fährt rechts da neben der Autobahn, ist aber hinter der ganzen Geschichte. Okay. Racer von vorne. Ja, grad gesehen. Oh, was war das für eine Aktion? Hat getroffen. Der R8 ist hier hinten bei mir. Ich versuche ja, ich gehe mal auf den R8 los. R6 wieder tauschen, ich übernehme die Seite. Racer von rechts. Die RS6 auf den R8, bitte. Oh, Chris, Vorsicht, das Signal. Verpisst. So. Vielleicht schaffen wir den ja sogar festzusetzen. Oder auch nicht. Jo, nein, das war der Rückwärtsgang. Der hat eine Dachbox verloren. Der hat eine Dachbox verloren. Nimm sie mit, die ist viel wert. Wer weiß, was da drin ist. Okay, er portet sich neu. Müssen wir da von vorne zu decken. Ich komme wieder an die Seite. Achtung, Heavy von hinten, Chris. Kann mir vorstellen, dass er wieder versucht, von der anderen Straßenseite rüber zu fahren. Verpiss dich. Scout auch noch. Er ist andere, er ist 6. Racer von vorne, Racer von vorne. Alter, wie viel Power hat denn dieser Scout? Wir haben einen Seitentreffer gegeben. Vorne macht halt keinen Schaden, das ist blöd. Ich habe 69%, Alter. Ich weiß nicht, ob sich das so gelohnt hat, den da vorne weg zu crashen. Sorry, Andi, bist du durch? Andi ist durch. Ui! Das war ein Selbstmachkommando. Ja. Ray, willst du dann vielleicht hinten bleiben? Ray? Willst du vielleicht hinten bleiben dann? Dann gehe ich mit vorne Attacken machen. Ne, brauchen wir eh nichts. Sind ja auch eh alle von vorne jetzt gerade, oder? Ah, ne, der Heavy kommt von hinten. Ja, komm schon. Hau ab. Hau ab. Kommt der klar vorne, dann kümmern wir uns um den Heavy. Vorne soweit frei. Naja, das ist nicht. Vorne ist gerade gar nichts frei. Also. Oh, der Heavy hat voll. Und vorne meine ich wirklich vorne, Scout. Warum scoutest du das? Das ist schon Quatsch. Wir brauchen nichts mehr scouten, die sind doch alle da. Nix scout, jetzt Angriff! Ich komm nicht auf die rechte Seite drauf, muss irgendeiner. So, jetzt müssen wir irgendwie durch die Brücke kommen, Leute. Und das Problem ist, ja, ihr sperrt alles. Ich kann leider in der Limo nichts machen, deswegen werde ich. Autsch. Wir haben den Titan gesperrt. Ich habe keine Power mehr. Ich habe 80% oder so. Ne, 75. Schieb die Limo durch. Schieb die Limo durch. Schieb die Limo durch. Nix schieben. Schieben ist verboten, Leute. Jetzt. Ja, gut. Weiter. Ja, ich versuche jetzt einfach nur im Weg zu stehen, was anderes kann ich jetzt nicht machen. Alter! Ich möchte das abbiegen, Kollege. Ob du willst oder nicht. Alles bleibt so, wie es ist. Drecks Fiesta! Offroad. So, wir zurücklassen. Oh, scheiße.
sind nervös, sie wissen, jetzt wird's eng. So, warte, lass mich mal irgendwo hier durch gucken. Ich war mal ein Team auf Schock gerammt. Das ist noch eine Taktik. Aua. Danke. Warum schwert ihr jetzt die Limo? Die müssen ja. Ey, ich bin eigentlich nur ein Klotz am Bein gerade. Das bringt eigentlich nichts. Sorry. Na, wir können auch die festsetzen, ne? Denk da dran. Ja, ich versuch die gerade so ein bisschen. Verpiss dich. Verpiss dich. Okay, Heavy Spawn neu. Er wird von vorne dann kommen, wenn dann. Versucht ihn abzufangen. Achso, ja, ich stell mich, versuch mich. Wenn er von vorne kommt, dann geht weg von meiner Seite. Ja, da kommt er schon, da kommt er schon. Du. Ja, wow, aber das ist halt ein. Hab ihn. Okay. Sehr gut. Was sagt ich mit weg von meiner Seite? Joi. Jo, genau. Schieb mir erstmal 50 Meter über den Dreck. Wie lange müssen wir eigentlich noch fahren? Mit so einem Krüppel. 1,2 Kilometer. 700 Meter haben wir noch knapp. Ja gut, solange sie nur hinten ran drücken, ist egal. Aber... Sorry. Ich gucke einfach zu. Genieß die Show. Mach das so, jawohl! Go for it! Nimm den Passant noch mit, jawohl! Autogramm von Macron gibt's gratis. Ich glaube, die brechen ab. Ja. Okay, der hat es festgesetzt. That's it? Nee, die haben aufgehört. Also. Die haben aufgegeben. Die können nix! Ja, ein bisschen Chaos, aber das gehört ja bei VIP vorbei. Aber mal lobend erwähnt ans Team, wir sind trotzdem sehr ruhig geblieben. Also wir hatten da schon deutlich lautere und hektischere Momente, auch wenn es stellenweise immer schwierig ist. Ich meine, das ist eh immer schwierig. Ja, aber die ersten beiden Runden liefen halt echt sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob das in der zweiten Runde genauso gut läuft für die Cops oder ob die Racer dort ein bisschen mehr Schaden anrichten können. Wir werden es rausfinden. Jetzt gibt es den Seitenwechsel. Viel Spaß. Ja, wie ihr es euch schon denken könnt, ich bin auf Seiten der Angreifer gewechselt. Ich möchte natürlich gerne beiden Sichten zeigen und das gleiche gilt auch für Andy und Eragos, die mit mir im Team sind. Andy übernimmt den Part des Heavies und Eragos des Attackers, also des Sportwagenfahrers. Und ich mache mal wieder den Scout. Und ja, Plan ist von den oder von der Kolonne jetzt von Lake Lodge zu der Windfarm zu fahren. Also der macht natürlich auch jetzt hier diese Aussichtspunkten-Geschichte. Und ja, Andy und Eragos starten hier. Ich starte hier, bin sogar 2,6 Kilometer weg. Werde dann relativ schnell Offroad hierhin fahren ungefähr. Da bin ich immer noch einen Kilometer weg, ne? Das ist diese Safe Zone. Ab von daher kann ich dann diese Kreuzung beobachten und dann kann ich weitere Instruktionen geben. Und dann lassen wir es einfach ein bisschen spontan drauf ankommen, wie wir voranschreiten oder halt auch nicht. Ja, ansonsten, glaube ich, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Deswegen, ich gehe raus. Ich fahre übrigens hier mit der geilen Top Gear E-Klasse. Schön mit dem Diesel. Mit 1700 Newtonmeter Drehmoment. Ich meine, wenn ich da nicht durchs Gelände wühlen kann, dann war ich auch nicht. So, egal. Ich gebe mal das Startsignal den Cops. Ah ja, und was wir noch erwähnen sollten, die Cops sind einer weniger. Deswegen kriegen die aber auch einen... zwei Reparaturpunkte mehr. Pro Stage. So, Pro Stage, genau. So. Da sehe ich das ganz gut. Wessen wäre jetzt geil, wenn ich die Scheinwerfer abmachen könnte, weil die sehen mich jetzt halt voll hier am Gelände rum. Oh, ich muss kurz nach dem Autos ausmachen. So, ja. Schlecht. Ui. Jetzt ist sogar noch gedacht, wie ich auf die Karte geguckt habe. Okay, da kommt was, da kommt was. Ja, die Limo sehe ich auch. Sieht man schön an den B- und C-Säulen. Die fahren über SRS. Okay, ich fahre trotzdem hier lang. Ich versuche mal Offroad parallel zu bleiben und zu beobachten. Die Limo sieht man halt echt gut wegen dieser B- und C-Säule, die beleuchtet ist. Ja, die fahren ja lang, immer noch. SRS. Machen wir hier weiter. Ja, die ziehen voll Norden durch. Also sind immer noch auf SRS. Fahren S. Nee, doch, was? Ich sehe es noch nicht ganz.
Nee, fahren SRS durch, also weiter nach Süden. Aha. Also die werden auf die Güterbahnhofsstraße auf jeden Fall draufkommen. Ich sag gleich, wie sie dann weiterfahren. Ja, ich hab hier einen RS6. Sonst oh, ich seh sie. Nee, fahren Güterbahnhofsstraße. Also Richtung Autobahn. Ja. Bin mal am RS6 vorbeigefahren. Bin hinten dran. Jetzt kann ich eigentlich auch attackieren, oder? Ja. Ja. Komm von hinten. Ich darf ja von Offroad anfangen zu attackieren. Geil wäre natürlich an der Brücke die zerstellen zu lassen da vorne. Mit etwas Glück habe ich den gerade vor. Ich habe den RS6 reingeschossen. Ich fahr mal vor und dreh um. Ich bin ja gerade mit 280 hinten reingefahren. Vielleicht war die Begrenzer. Okay, ich fahr mal wieder weg. Wo ist denn die Brücke? Da vorne kommt sie, ne? Ja. Nein, RS6 hängt an der Brücke. Mach mal zu. Ich hab den Nein! Da hab ich jetzt gar nichts getroffen. Frontal rein. Und dran drücken. Fuck. Du drückst ja an mich ran. Ja, ich weiß, aber da ist das kürzerer Weg, weißt du. Ich mach die dreht um, sie dreht um. Die dreht um, ja, von mir aus. Ich fahr mal kurz Offroad. Die dreht wieder. Aha, verarscht mich! Alter. Bleibt stehen. Ja, wir müssen sie auch zurücklassen, ne? Wir müssen sie zurücklassen. Ist er da? Boah, schade. Hätte fast geklappt. Und halt mich da mal zurück. Die hat schon gut Schaden. Glaube ich. So schnell ist sie nicht mehr. Auf jeden Fall mehr als die 6 von ich vorhin. Von mir. Das Knäuel von hinten sieht halt echt hammergeil aus. So. Ja, die ist Brücke durch, die erste. Ja, gut, sowas machen. Ich bleib mal, versuch mal da vorne. Alter, nice. Ist hier aufzuhalten. Die steht. Oh fuck. Ui. Lass euch nicht festsetzen. Oh, sorry, sorry. Ja, ich versuch grad schon abzuhauen. Die scheiß Passanten lecken wieder was zusammen. Ich könnte gleich wieder einen Rage-Mode aktivieren, aber bis jetzt tun sie mir noch nicht weh. Ich hab wieder Schwung. Ich fahr auf der linken Straße, ich versuch's zumindest. Ja, es sind relativ viel Verkehr, schade. Ich hab einen Escalade aber getroffen, ist genauso gut. Ja gut, nicht genauso gut, aber. Ich fahr nochmal zum Kreisel und hol mal Schwung. Ich versuch's hier gegen die. Ja, schade. Ich hab's versucht gegen die Häuser zu drücken, hat nicht geklappt. Da vorne kommt ja nochmal eine Brücke, ne? Ja. Ja, seid aber gleich da. Nein, nicht ein Begrenzer. Wo ist sie jetzt? Ich hab. Alter, schon auf der Brücke. Ich war jetzt 120 da durchgefahren, oder? Weiß ich nicht. War ein bisschen arg schnell. Sorry. Ich habe jetzt eigentlich extra von Offroad wieder attackieren wollen, aber irgendwie. Jo, Leute. Ich werde hier gesandwiched. Au. Die fahren Autobahn, sehe ich das richtig? Wie bitte? Die fahren jetzt Autobahn. Ja. Autobahn. Okay. Ich habe 83 Motor, ich fahre mal von vorne. Scheiße, gleiche Idee. Haltet mich mal auf dem Bauch, wenn auf welcher Spur die sind. Ich muss von vorne. Autobahn rechts. Fahrtrichtung. Okay. Also unsere Fahrt, also Gegenfahrtrichtung. Also ja. Ich bin zu deutsch, tut mir leid. Wechseln, ja, jetzt sind sie links. Fahrtrichtung links. Ich sag aber links, rechts. Mal ein bisschen. Ich sehe dich, lass dir Platz. Ui, nice. Bin drauf gesprungen. Kann ich die da runterschieben? Ist das dann. Ja, darf ich ja machen, oder? Wenn ich den krieg. Ja, habt ihr den jetzt nicht da runtergeschossen? Ich will da nicht runter. Ich hab einen Frontflip gemacht, Andi, ich hab's auf Band. Nice. Ich krieg Eis von dir. Jetzt ist die Frage, wenn sie da unten ist, jetzt kann sie natürlich den anderen Weg nehmen, aber jetzt hängt sie halt fest, ne? Ja, sie darf ja wieder hochfahren. Sie kann aber auch die untere Route jetzt nutzen. Sie fährt wieder hoch. Okay, die versuchen sie. Sie wird hochgeschoben. Ja, von einem darf sie. Komm, das lasse ich ihnen. Also ich finde, dann fahre ich jetzt durch die Stadt wieder hoch, weil ich darf ja nicht hochkürzen, oder? Du darfst dich nur halt zurücksetzen, dann verlierst du aber ein Leben. Da komme ich auf 52%. Bahn in die Autobahn wieder weiter? Okay, sie ist wieder oben, sie ist wieder oben. Ich bin wieder im Kreis, ich verschwungen. Ja, Mann, ach, ein fieses Team, stelle ich gerade fest. Also sie ist relativ ungedeckt, wenn du sie vorne triffst. Oh, die versuchen mich festzusetzen. Treffer. Ich glaube, die ist gleich kaputt.
Ich hab so auch so das Gefühl. Langsam. Wo sind die? Sorry. Die so langsam? Ich glaube, das mit dem Getriebeschaden hat ganz gut geklappt. Komm, wir haben was gemeinsam. Ich merke gerade, Scout ist gar nicht so scheiße, wenn man ihn richtig spielt. Er kann immer Offroad wieder abhauen, die können mir gar nichts machen. Und ich darf von Offroad aus attackieren. Ich hab zwar ach, du willst den ganzen Kreisverkehr durchfahren? Ja, sicher. Das ist schon wieder nicht. Treffer. Ah, oh, ich habe nur einen ASX erwischt. Die decken die aber vorne auch nicht, ne? Nee, die ist vorne komplett ungeschützt. Oh, die, haben wir die gehupt, die hupen. Sind die echt raus jetzt? Ja. Siegesgeheul! Ulalalalalalalala. Ja, das ist ja, das ist ja... Das ist ja, ist ja lame. Das ist ja voll die kurze Ausgabe jetzt. Kurz vielleicht, bevor der Rekord, wir nehmen seit anderthalb Stunden schon auf. Hey, pass auf, guck, wir haben es bis um halb geschafft. Ja, das stimmt. Also die Aufnahme selber läuft schon anderthalb Stunden, aber ich glaube, die aktive Folge ist keine 40 Minuten. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt behaupten. Kann man nicht einfach noch ein bisschen rumfahren? Ich finde den Sound vom F1 so geil. Ich würde sagen, wir gönnen ihn nochmal. Komm, auch für die Zuschauer. Ihr kriegt nochmal eine Stage. Wir machen so, sie hätten es geschafft. So, die zweite Stage steht an dieser zweiten Runde. Obwohl, naja, wir haben es ja geschafft. Aber wie schon gesagt, wir wollen das Ganze so ein bisschen als Bonus für euch machen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass die Limo sich komplett zurücksetzen darf, also komplett reparieren. Die Cops allerdings sind jetzt komplett beschädigt oder sind nach wie vor beschädigt, so wie sie gerade eben waren. Und sie haben wieder ein bisschen Ersatz bekommen, oder wir haben zwei Leute sogar genauer gesagt ausgetauscht, weil auch der Limo-Fahrer tatsächlich das Handtuch geworfen hat. Also der war wirklich ausgenockt, der ist nämlich rausgeflogen aus der Lobby und kommt nicht mehr rein. Deswegen mit neuer Limo versuchen sie es jetzt, von der Windfarm zum Whitehorse zu kommen. Und Eragos und Andi werden ungefähr hier starten, wenn ich als Scout wieder 2 Kilometer Distanz eben habe. Nicht Luftlinie, sondern diese eingezeichnete automatisierte Linie halt. Und ich werde dann, sobald es losgeht, wieder auf 1 Kilometer ranfahren und versuchen zu scouten. Das ist eigentlich wieder unser Plan. Das heißt, ich gucke, ich teile mit und dann entscheiden wir spontan, was wir machen. Und ja, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Wir haben schon so ein bisschen gescherzt gerade, dass wir wieder versuchen werden, in dieser Stage die komplett festzusetzen. Mal gucken, ob es gelingt oder ob sie es diesmal durchschaffen. Wir werden sehen, ja, wie lange es dauert und so weiter. Und vielleicht geben wir euch dann auch noch die dritte Stage. Dann habt ihr heute alle 6 Stages gesehen. Ist ja auch egal, wann, wie, wo, was geschafft wurde oder auch nicht. Hauptsache, ihr habt eine gute Unterhaltung. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gegeben. So, wir gucken einfach mal, wann es losgeht. Porsche hat gerade bereit. Hat gerade geschickt. Okay, dann geht's auch für uns weiter. Okay, okay, los geht's! Wo fahren wir überhaupt hin? Noch gar nicht. Ja, steht gar nicht. Ich versuche jetzt hier gerade auf den Kilometer ranzufahren. Okay, lass schon mal warm laufen. Irgendwo so ein schöner Busch, wo ist mein schöner Busch da? Wir fahren nach Norden weg. Ne, eine Dings bleibt stehen, eine S6. Glaube ich. Also ich sehe, dass ein paar nach Norden wegfahren. Jetzt bin ich um Kilometer ran. Jetzt muss ich. Ich habe ja, die Limo nicht direkt gespottet, deswegen ich versuche jetzt gerade einmal einen weiten Weg hier zu fahren. Aber das ist echt schwierig, diesen Kilometer Abstand zu halten. Also, haut mich nicht wegen ein paar Metern. Die sind aber auf jeden Fall, also die Hauptteile ist nach Norden weg. Ein R6 ist stehen geblieben. Und ich denke nicht, dass die Limo gewartet hat. Also, so genau habe ich sie leider nicht gesehen. Ich bin noch einen Kilometer weg. Vorbei. Deswegen, ich fahre jetzt da mal ran. Achtung, Schnee. Ja, I don't care. Nix. I care doch. Sag ich doch. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Gib Stoff, das bleibt kurz hinter dir. Hast du alle gesehen, außer die Limo? Ich hab. Nee. Ich hab nur eine riesen Kolonne gesehen, aber ich weiß nicht, ob die Limo da auch dabei war. Okay. Die haben die Limo auseinandergeschnitten und ein Audi draus gebaut, so sieht's aus. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wo sie sind, das hat jetzt leider nicht so geklappt. Fuck. Ja, ich darf nicht näher ran hier, Leute. Erkos, ich fahr gerade Richtung Autobahn weiter, du fährst nach links weg. Okay. Das ist halt nicht so geklappt. Jetzt habe ich wieder 1,4. Ach, das Ding verarscht mich doch gerade. Kann gut sein, dass sie jetzt umgekehrt sind. Passt, ich big up. Yep. Ich fahr mal. Fahr, keine Ahnung, wo die hin sind. Ja, ich fahr die Autobahn. Halt ich für das Glückste aus meiner Position. Ich glaube auch, dass die Autobahnen sind. Anders. Ich fahr mal rüber auf die Autobahn. Versuch aber. Ich bin gerade noch Windpark dran. Was ich noch ganz gerne kurz erwähnen möchte, nur für den Fall, dass jemand den Rammer zu OP einstufen möchte, der ist eine Glaskanone. Also, der trifft und haut rein und ist dann auch selber Schrott.
Ich fahre mal die Autobahn in Fahrtrichtung runter. Ich meine, die können ja auch Verbindungsstraße gefahren sein, ne? Also ich weiß es echt nicht. Ich da fährt Ergos da gerade hin. Achso, ja. Ich fahre gerade über... Ja, ich fahre mal rüber auf die Autobahn. Ja, komm. Ich kann ja um die Kurve mit dir. Aber die könnten schon relativ weit sein, wenn sie Autobahn fahren. Die werden nicht Autobahn gefahren sein. Ich bin jetzt bei der Auffahrt, wo die drauf gefahren sein müssten. Ja, dann keine Ahnung, wo sie sind. Shit. Ich bin noch Windparkstraße, bin gleich auf Verbindungsstraße. Ja, dann sind die ja mega gut. Für wie wahrscheinlich halten wir es, dass die über Fähler und Männer zur Glückflugstraße gefahren sind und von da aus runter wollen? Das kann möglich sein, aber es ist halt natürlich irgendwo auch ein Umweg, oder? Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, oder werde ich das? Die könnten halt natürlich auch trotzdem nach Süden umgekehrt sein, ne? Weil die vielleicht mich gespottet haben und dann umgedreht sind. Ich bin jetzt auf der Verbindungsstraße. Was haltet ihr davon, wenn ich mich zu der Brücke port, wo wir gerade den Stalk vermutet haben in unserer Kopfrunde? Ich fahr jetzt mal Stausee runter, Richtung Süden. Das ist kein Leben, oder? Ja, das ist halt, aber ganz ehrlich, bringt mir nichts jetzt rumzugeißern. Ja, ich muss auch gucken, was ich jetzt am besten abdecke. Ja, ich mach das jetzt. Ich fahr mal nach Süden runter. Das macht alles sonst keinen Sinn. Bin ich auch gerade auf dem Weg. Fuck, ey. Ich habe halt die Limo nicht direkt gesehen, deswegen... Nein. Ich bin da ehrlich. Ich fahre da nicht dann da rein, in die Zone, um abzukürzen. Ergos, hi. Hä? Wo? Ich bin auf der Brücke hier gerade. Ah, cool. Das ist nicht wirklich umgekehrt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die komplette Kolonne Halt gemacht hat. Wir parkten da so einen verkackten Drecks-Mini. Tja, das ist so gut, wie wir die erste gemacht haben, so schlecht läuft sie jetzt. Scheiße. Warte mal. Im Umkehrschluss heißt das, die sind nicht auf die Autobahn gefahren. Die sind... Können halt über die Brücke gefahren sein, so komplett außenrum. So, weißt du, nach Strandrichtung. Richtung Strand... Ja, boah. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, ey. Dann von Süden ran. Ja, okay, warte mal, das Ding ist hier zu stehen, ist für mich gerade Quatsch. Wenn Ergos hier gerade lang gefahren ist, dann muss ich gesehen haben. Ich bin schon in der Nähe vom Whitehorse. Ich fahr jetzt mal die südlichste Straße bei Bamberg Richtung... Ah, ja. Okay, ich sehe sie. Ich sehe die ersten Cops. Wo? Die Limo ist direkt schon in Bamberg drin. Die fahren schon zum Whitehorse. In Bamberg? Okay, das sind die doch über Süden durchgefahren, oder was? Ja. Das sind die doch Autobahnen. Wie gesagt, da wo ich auf der Autobahn war, ach, nicht wären Bamberg, die eh Broadway unten, sorry. Ja, ja, klar. Ich weiß, was du meinst. Ja, okay, da brauchen wir jetzt nichts mehr machen. Fahren jetzt. Shit. Sind wir schon in dem 500 Meter Ding? Ich sehe es gerade nicht, sorry. Nee, sind wir noch nicht. Also die sind gerade an der Kreuzung, so 800 Meter davor. Ja, du kannst ja noch versuchen, irgendwie dagegen zu hauen, ein bisschen Schaden oder so. Warum sagst du, die sind in Broadway, wenn die da gar nicht sind? Die sind im Broadway. Die waren auf der Flussstraße, nicht im Broadway. Ja, da sind sie dann durchgefahren. Die Flussstraße ist für mich nicht Broadway, tut mir leid. Der Broadway ist ganz im Süden. Also sie sind jetzt dort, habe ich es richtig erwähnt. Sie sind jetzt da, ja, die Runde ist durch. Okay. Schade. Ja, wie gesagt, also ich glaube fast, dass die, wie ich es gesehen habe, nach Norden weg sind und dann direkt über die Autobahn und dann sind die so schnell durch. Na, weil bis ich auf die Autobahn sind die ja schon Jahre durch gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich müsste die doch auf der Autobahn gesehen haben. Das sind die von der Autobahn runter. Okay. Ja, oder die sind halt doch nach Süden durch. Doch umgekehrt. Ach, scheiße. Ja, aber wieder bist doch du gewesen. Nein, wie gesagt, ich habe doch nichts gesehen und ich musste doch diese scheiß 1 Kilometer einhalten. Deswegen, ich war immer hinter der Kuppe. Ich konnte nie dahin sehen. Das war das Problem. Es geht auf meine Kappe auf jeden Fall. Es geht auf meine Kappe. War es ja noch fair, wenn du die nicht gesehen hast, dann ist das ja Schwachsinn. Nee, wie gesagt, ich habe nur gesehen, dass sind viele hin. Das sind nur viele hin, aber ich habe die Limo nicht direkt gespottet. Und deswegen sage ich ja nicht, ich fahre dann da durch. Und deswegen, ja. Aber ist egal. Okay, so gut die erste war, so schlecht war jetzt die zweite. Und dann würde ich sagen, geht's zur finalen Stage. So, finale Stage steht an. Es geht natürlich jetzt vom Whitehorse wieder zurück zum VIP-Häuschen, ja, der
der, keine Ahnung, wer da jetzt chauffiert wird, möchte natürlich wieder zurück. Und ja, also wie gesagt, ich nehme die zweite Runde ein bisschen auf meine Kappe. Sie sind, wie ich gehört habe, tatsächlich über die Autobahn gefahren. Also ich hätte vielleicht in meinem ersten Eindruck vertrauen sollen, dass sie da wirklich alle nach Norden abgehauen sind. Ist aber auch egal. Diesmal sagt das Team mir, ja, okay, das Vertrauen hast du verspielt, deswegen gucken wir jetzt alle, wo sie hinfahren. Ergos und Andi standen hier. Und Ergos zieht direkt nach Süden durch, so weit ran wie er darf, ne? Bis zu 2 Kilometer dürft ihr ja auch ran. Beziehungsweise wird hier die Brücke abchecken und dann haben wir gleich eigentlich beide Seiten hier so ein bisschen, wo sie hier langfahren könnten. Andi wird hier Richtung östliche Seestraße fahren und dann hier direkt runter ballern, bis wahrscheinlich zur Taxistraße, so haben wir die ja genannt, da wo, wie heißt die, Escher? Eschers? Isha, Alisha? Ja, irgendwie Escher, sowas, keine Ahnung. Was weiß ich. Dass sie da Peter. Halt irgendwie, dass das ein bisschen abgedeckt ist und ich werde von hier aus, das sind die 2 Kilometer, bis 1 Kilometer ranfahren und einfach gucken, dass sie da nicht Richtung Festival durchfahren, falls doch, kann ich relativ fix entweder nach Süden oder nach Norden abhauen und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ja, das ist der Plan, gucken wir mal, was gelingt und diesmal machen wir sie aber fertig und gucken mal, was geht. Ja, ein letztes Mal das Däumchen nach oben drücken und abonnieren natürlich und Glocke aktivieren und Mitgliedschaft abschließen, was es nicht alles gibt und los geht's. Wir müssen halt bedenken, das Selbstvertrauen von denen war nach der ersten Runde so angeschlagen, dass wir denen dass, helfen mussten. Genau. Sonst wären die beiden nächsten Multiplayer-Folgen gar nicht mehr dabei gewesen und nee, das kann ja nicht sein. Ja, das wär, vor allem, wenn wir sie jetzt dreimal sofort nicht. Rasieren, dann dürfen wir auch nicht mehr zusammenspielen. Das ist das große das ist Problem. Richtig. Und dann heißt wieder, der darf das nicht und weiß, das darf das nicht. Und außerdem steht es im Skript. Genau. So, jetzt sind es 988 Meter, kommt so pingelig sind wir nicht. Doch bin ich, ich meine. Nach Festival sieht es nicht aus. Du Arsch! Sorry, tut mir leid, Andi. Über die Kuppe fährt ein Transit. Ich stehe auf der Brücke. Nischt. Ja, noch nichts. Aber es könnte auch sein, dass die einfach warten. Vielleicht sind sie so taktisch so klug. Die haben ziemlich lange besprochen, wohl bemerkt. Das kriegt ihr als Zuschauer gar nicht so mit. Aber ist auch vielleicht besser so. Wir haben schon ganz komische Themen, nämlich hier in der kleinen Gruppe angesprochen. Die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ja. Meine Kontodaten soll keiner wissen. Im Übrigen, die Rohaufnahme geht jetzt schon 2 Stunden 15. Und dann kommen manche Leute, warum wir das nicht als Livestream machen. Ja. Aus Gründen. Also, Festival kommt die safe nicht. Ich fahre mal nach Norden Süden runter. Und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, warum man vielleicht das ein oder andere Mal nicht immer mega happy gelaut ist. Was? Oh, ich sehe was. Ich sehe was. Sekunde. Hat's ein Blaulicht. Sag, dass du die Limo siehst. Nee, es ist irgendein BMW, der rumdriftet, scheiße. Ach, wieder nach Süden. Es gibt doch nicht, dass Zeit. Die mir jedes Mal entwischen. Weil die können ja, also die können nur nach Süden noch geballert sein. Oder fahren ja, jedes wieder Autobahn und dann hau ich die, ey. Wo soll ich jetzt hin? Weil ich glaube, bei mir kommen die nicht mehr. Okay, Leute, ich muss es jetzt probieren. Ich fahr jetzt Autobahn. Gucken, nicht herumkommen. Also ich stehe jetzt beim Eingang, beim südlichen Eingang von Ambleside. Könnten die da theoretisch schon gewesen sein? Ich würde sagen, nee, oder? Nee, die müssen dann da noch kommen. Aber die könnten tatsächlich nach Süden abgehauen sein, weil das haben wir ja nicht gedeckt. Und die fahren wieder über die Autobahn, weil das haben wir eben auch angesprochen, dass die Autobahn natürlich echt ein krasser Punkt ist, wo man, oh, ich muss diesen Kilometer Abstand einhalten, dass man da so viel Boden gut machen kann. Da können die Racer eigentlich gar nichts machen. Das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass sie da durchgeballert sind. Die Problematik ist halt, Autobahn ist sehr viel Strecke mit sehr wenig Risiko. Genau, aber die Strecke könnte sie halt easy peasy wettmachen. Genau. Deswegen fahre ich da jetzt mal ganz, ganz schnell Autobahn lang. Also die Festivalseite ist nicht gedeckt, aber da bist du ja, Andi, auf der anderen Seite. Und wenn Ergos da die Brücken noch hat, dann ist ja auch alles gut. Das heißt, da können sie schon mal nicht. Das heißt, es bleibt ja nur noch die westliche Seite, die westliche Seeseite. Aber du hast ja den südlichen Ambleside-Dings, ne? Ich bin gerade auch ein Stückchen Goliath rückwärts gefahren, aber ich sehe hier nichts. Ja, die sind Autobahn 100 Prom. Ich gebe mal Vollgas. Aber soll ich so mal hoch? Jetzt schon. Ja, Markus, port ich mal zur Autobahn, fahr einfach runter. Okay. Ich glaube auch, dass es fast schneller geht, ja. Geh mal an nördliche Autobahn. Voilà, jetzt mal durch. Keine Ahnung, wo die schon wieder sind, ey. Okay, dann muss ich sagen, so hart sie die erste Runde getroffen hat, so gut stellen sie sich jetzt in den zweiten und dritten Runden an. Diese Extra-Leben hätten wir ihnen nicht geben dürfen. Da hätten wir mit einem sehr befriedigenden Gefühl die Folge verlassen. Jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Das schneiden wir einfach raus, das gibt's nicht.
Ja, alles klar, perfekt. Das hat nie existiert. Hä, wollt ihr mich verarschen? Ich fahr grad mit zweiter Tunnelautobahn. Immer noch nix. Mittlerer Kreisverkehr. What the fuck, wo sind die? Okay, Respekt. Oder sind die echt schon wieder durchgestopft bei mir? Da kann auch zeitlich nicht. Vorne ist was. Ich komm dir entgegen. Definiere, da ist was. Nee. Da ist ein Kopf. Bin jetzt gleich die sind gleich mit mittlerer Autobahn Auffahrt. Oh, hier spawnt alles. Okay, das kann ich zurück zum mittleren Kreisel. Ja, mittlerer. Oh nein, ja, mittlerer Kreisel. Ich sehe sie. Limo frontal erwischt. Limo voll frontal erwischt. Perfekt. Die sind da echt südlich durch, ey. Wir haben doch so gesagt, ja, Autobahn fahren sie nicht. Aber ja. Welche Fahrtrichtung, wo genau? In Fahrtrichtung jetzt bei der Kreuzung. Bei der mittleren. Okay, ja. Halt dich mal nicht vor der Limo, ich will wieder frontal reinfahren. Ich hol nochmal Anlauf. Ne, dann scheust du den Kopf nach vorne, bleib mal hinten dran. Okay. Komm gleich, Andi. Ja, ich schwierig, ich hab 50%, ich hab einen richtig dummen Move gemacht. Ich hab mal Kegeln gespielt. Alter, 0% Motor, ich hab den fetten Frontaltreffer gemacht. Dafür hab ich 50, wegen Scheiße. Oh. Okay, das war ein RS6. Ja, wir wissen jetzt immerhin, wo die ist. Und die ist nicht mehr schnell. Das ist richtig. Schade. Was? Schade, ja. Wow. Nix gebracht. Gegen links und Pfeiler wäre gut. Ja, gegen den nächsten. Da kommt wieder einer. Au. Ihr macht das schon. Meine Taktik. Ich hol noch mal aus. Aber guck mal, wie weit die gekommen sind. Ey, ich habe richtig voll Stoff gegeben, um auf die Autobahn zu kommen. Au, au, au. Okay, jetzt die Frage. Jetzt können sie abbiegen oder weiter durchfahren? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bleib mal hier. Kann man das beeinflussen? Nee, ist eigentlich scheißegal, was sie machen, oder? Nee, ich würde sagen, das können wir beeinflussen. Okay. Vielleicht auch nicht, wenn der Transit massiv ist. Oh Mann, hey. Oh, hi. Hi. Nee, er fährt nach Norden, aber ist egal, da gibt's Brücken. Mindestens ein 2. Ich befreie dich mal. Jetzt gerade am Überlegen. Jetzt. Achtung, Ray, ich will rüberschießen. Nicht aufs Gas treten. Die möchten die ihre linke Seite schützen. Das ist gar nicht mehr. Ja, natürlich, blöd. Da sind die Brücken. Aber ich bin stärker. Aber Brücken sind auch anderswo. Die attackieren mich null, ne? Ui! Das war ein bisschen viel. Limo ist unten, Limo ist unten. 6 unten. Limo fährt wieder hoch, Limo ist oben. Echt wo? Ah ja. Wieder auf der Autobahn. Ey, ich fühle mich so kastriert gerade. Ja komm, ich will hier nicht auf die Straße, lass mich doch. Bin ich neben der Limo drauf? Nein, okay. Ich lasse sie wieder rauf, und bremse also wieder auf. Ich versuch mal gleich irgendwie die rüber zu hauen. Wenn nicht, boah, jetzt ist sie wieder zu schnell. Da runter wäre gut, oder? Okay, das hat immerhin den R6 gekostet. Ja, aber mich auch. Komm, ich helfe der Limo mal hoch. Komm lieber hoch. Liegt die unten? Ja, ich helfe ihr hoch. Ich bin so nett. Fuck, aber ich komme nicht mehr hoch. Bin auch tot. Eigentlich habe 91%. Du darfst mich nicht mehr reparieren. Ich bin... 95 ist komplett finito. Sie kommt aber auch nicht hoch. Ich habe ihr trotzdem, trotz dass ich ihr geholfen habe. Oh mein Gott, meine Bremsen sind im Arsch. Ja, das ist die schieben gerade die Limo hoch. Ja, können sie ja, dürfen sie ja. Einer darf's ja. So, lassen wir sie mal zurück. Ich darf mich zweimal reparieren, oder? Ja. Also halt. Komm, Finalschlag. Mehr kann ich nicht. Ich hab 100, ich bin raus. Warte. Also. Ja, das wird ganz schwer jetzt. Ah, und ich habe auch kein Leben mehr. Ich folge mal mit der Drohne. Warte. Komm, eine Brücke haben wir doch noch. Problem ist, die könnten mich easy peasy festsetzen. 2 Brücken habt ihr noch. Ach, der weiße RS6. Ja, aber da muss man halt echt was gegen die Autobahn machen. Das ist halt... schwierig. Jetzt machen sie es aber gut.
Warum rutscht die immer so schnell durch, ey? Gibt's doch nicht. Ich hab halt gar keine Power mehr. Na, vergiss es. Die Wiedels. Ja, wenn du vorne mal dran bist, dann ist es halt schwer. Wie Pops. Ja, aber die sind halt alle jetzt da und machen hier Gruppenkuscheln mit der Limo, was gar nicht so dumm ist. So, die Brücke wäre jetzt halt nochmal wichtig. Ich habe immer das Gefühl, die Limo gibt immer extra Gas, wenn so eine Brücke kommt. Und dann wird voll auf die 120 geschissen, aber ich glaube, die fährt schon 120, das passt schon so. Oh. Sehr gut, der war nicht schlecht. 0,6% Motor. Boah, jetzt hängt sie an einer Mauer, jetzt irgendwie hinten dran. Fein dran. Das sehe ich euch nicht mehr mit der Drohne. Jeeha! Okay. Limo ist raus, so wie es scheint. Echt? Glaube ich. Ja, sie hupen zumindest mal. Oder huben sie wegen mir? Nee, so schnell haben sie mich nicht. Ich glaube, sie haben. Ich move mal. Ich glaube, die Limo, die bewegt sich nicht mehr viel. Also, wenn ein Bulle von hinten kommt, dann muss man auch vorbeilassen. Aber es ist ja auch ist wurscht, das ist jetzt erledigt. Ist die Limo raus? Ah, ja. 99,9 Lenkung, Motor. Wie viel Prozent? Nicht mal 99,9. Dann hat der letzte Schlag da von Aragos da echt nochmal so gesessen. Oder? Aber sowas von. Ich hatte da nämlich okay, 74 und das hat es gerade vorher rausgehauen. Aber echt Respekt an euch. Ihr habt uns fast schon wieder am Schlewittchen gehabt. Ey, das war nur so eine Eingebung von uns. Wir haben komplett die westliche Seite abgedeckt. Und wir so, Autobahn auf keinen Fall, tralala. Und dann so, die kommen nicht. Nee, hier ist auch nichts. Ich fahr mal da lang. Nee, der kommt nicht. Fahren die vielleicht echt Goliath unten rum oder so? Nee, da ist auch nichts. Verdammt nicht so. Okay, ich fahre jetzt mal Autobahn. Und dann fahr ich Autobahn. Nee, da ist nichts. Und dann so, da sind sie! ist aber gut, dass wir unsere Überlegungen nicht aufgezeichnet haben, weil das wäre jetzt echt peinlich geworden. Ja. Also, ich auch noch gedacht, guck dir mal, was die für einen Umweg fahren müssen. Da macht doch nie jemand irgendwas. Ja. Und dann, scheiße, da sind sie schon wieder. Wir haben aber allerdings, weil ihr ein bisschen länger besprochen habt oder wie auch immer, haben wir noch davor, unabhängig von eurer Strategie, noch gesagt, ja, Autobahn ist immer so ein bisschen kritisch bei VIP, weil du machst halt relativ viel Weg in kurzer Zeit gut, weil die relativ breit ist, du wirst nicht so mega krass aufgehalten und und das war auch irgendwie so der Gedankengang zu sagen, okay, jetzt gucken wir doch mal auf der Autobahn. Das war auch die Grundintention dahinter, eben den Grundspeed erstmal höher zu halten. Ja, aber auch der erste Treffer jetzt dann von Aragos, das war jetzt dann auch nicht gerade ohne. Ja, das muss ich aber auch echt sagen, Andi und Aragos haben richtig geil reingehalten. Meine erste Scout-Runde war relativ gut, die zweite war natürlich Fail. Ja, die dritte war schwierig. Ich habe versucht, parallel zur Autobahn zu bleiben, habe natürlich mal wieder vergessen, dass da Unterführungen sind, bin natürlich direkt an so eine Unterführung geklatscht, Auto kaputt. Also, ihr werdet mich jetzt hassen, wenn ich euch meinen Motorschaden sage nach der Aktion. 0,6. Alter! Ja, diese Mittelmotor-Dinger sind halt schon fies, ja. Ja, aber ich bei Andi ist es halt wirklich komplett kaputt gegangen, nur weil es ein Bug war. Vor mir her schieb, aber... Naja gut, das soll es gewesen sein mit dieser doch etwas längeren Folge. Wie gesagt, Rohaufnahme jetzt bei fast 2,5 Stunden, ja, nur für die Zuschauer. Also Livestream bei dem Format auf jeden Fall incoming, nicht. Und das nicht schneidet jetzt wieder jemand raus. Ich wette jetzt schon, dass Leute schreiben so, ja, also ich würde mir die 2,5 Stunden angucken. Denkst du, ja, natürlich. Wir würden uns das aber nicht antun. Ja. Weil derjenige natürlich glaubt, dass die 2,5 Stunden reine Action sind. Nee, das Problem ist. Ich habe da vorher schon eine halbe Stunde mit verbracht. Das Problem ist, bei den Exkrementauswürfen, die hier gerade so an der Tat waren, in den letzten paar Runden, muss man ganz ehrlich sagen, kann er die Folge eh bloß anschauen, wenn er 18 ist, oder? Wenn sie bei euch kommt. Bei uns war alles cool. Ja, unsere Sache alles zivilisiert. Ja, okay, alles cool. Ja, natürlich. Gut, wir machen jetzt aber Schluss, bevor das Ding noch länger wird, als es schon ist. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten. Checkt auf jeden Fall alle anderen Sichten aus. Lasst ein Däumchen nach oben da. Habe ich jetzt, glaube ich, schon 1000 Mal gesagt. Aber ein letztes Mal. Bitteschön. Und tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.